Herzlich willkommen zu unserem neuen Web-Talk aus der Reihe OER finden und erstellen für Lehrerinnen und Lehrer. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute ist schon der vorletzte Talk unserer zehnteiligen Reihe. Unglaublich, die Zeit rast. Heute also schon Teil 9. Nächste Woche haben wir dann die Abschlussveranstaltung. Heute geht es aber nochmal richtig zur Sache. Ich habe ein hoffentlich für euch spannendes Thema mit dabei, denn heute geht es um OER in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung oder Fortbildung. Ein paar Themen möchte ich anschneiden, bevor ich beginne. Wir hatten ja schon diverse Themen in den vergangenen Wochen, die ich euch gezeigt habe. Es ging diverse Male um Fundgruben für OER. Wir hatten Quizze und Rätsel als Upgrade für den Unterricht, auch Stellen, an denen ihr eigene OER deponieren könnt. Jetzt möchte ich euch ein Projekt vorstellen, das sich eben das Thema OER in der Lehrkräftefortbildung auf die Fahne geschrieben hat. Ich denke, das ist auch ein Thema, das ihr an das Ende der Web-Talk-Reihe passt. Diejenigen unter euch, die jetzt den Weg hierher gefunden haben in den Web-Talk, betreiben ja im Prinzip genau das bereits. Sie bilden sich fort, sie haben gewisse Kenntnisse OER und über OER und ihr habt über irgendeine Quelle über den Web-Talk erfahren. Bei vielen Lehrkräften, vielleicht auch bei euren Kolleginnen und Kollegen, funktioniert das vielleicht nicht so gut. Deswegen gibt es auch Projekte, die institutionalisiert worden sind und auch sehr gut funktionieren für all diejenigen, die sich also da noch nicht so sicher sind. Und eins davon möchte ich euch vorstellen, auch um die Thematik für euch als möglicherweise Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in euren Unterrichtsalltag zu implementieren und auch um Tipps weitergeben zu können, wie Kolleginnen und Kollegen tatsächlich dann auch selbst sich im Bereich OER fortbilden können. Wie immer habe ich euch eine Präsentation mitgebracht. Und ich gebe jetzt mal meinen Bildschirm frei und hoffe, dass ihr alle meinen Bildschirm jetzt sehen könnt und steige direkt ein. Es geht also um das Projekt Learn. Was ist das Projekt Learn? Das Projekt Learn ist eine Abkürzung für Lehrerfortbildung durch Nutzung und Produktion von OER-Materialien. Ihr seht das hier oben rechts, habe ich euch das Logo eingebaut. Learn ist natürlich auch ein kleines Wortspiel oder Wordspiel, wie die Aktiven in der OER-Community gerne sagen, damit man sich es gut merken kann und natürlich auch an das englische Wort angelehnt. Wer steckte denn hinter dem Projekt? Die Projektleitung lag damals beim FWU-Institut für Film und Bild. Das ist das Medieninstitut der Länder. Die meisten von euch werden das wahrscheinlich auch kennen als das Institut mit den Schulfilmen. Und wir hatten also hier die Projektleitung. Auch ich arbeite fürs FWU. Und das Projekt Learn wurde zusammen mit der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen durchgeführt. Die waren für die inhaltliche Zusammenarbeit auch zuständig und haben uns ermöglicht, die Veranstaltungen zu organisieren und durchzuführen. Das Ganze hat stattgefunden vom 1. November 2016 bis zum 30. April 2018. Es ist also ein abgeschlossenes Projekt. Lasst euch davon aber nicht irritieren, denn es war von Haus aus so angelegt, dass die Materialien und die Informationen, die man in dem Projekt finden kann, natürlich auch dauerhaft verfügbar und gültig sein sollen. Auch der süddeutsche bzw. bayerische Schwerpunkt soll euch nicht abhalten. Es ist von Anfang an darauf geachtet worden,
die Inhalte und die Maßnahmen länderübergreifend anzulegen. Und dabei hat man sich auch mit den Institutionen in anderen Bundesländern beraten, sodass also die Inhalte von Learn tatsächlich für die Lehrkräftefortbildung in anderen Bundesländern auch jederzeit eingesetzt werden können. Der Projektzeitraum fällt zusammen mit der ersten Phase der Förderlinie für OER Info. Das war ein Projekt des Bundesbildungsministeriums. Es gab damals einen ganzen Blumenstrauß an Projekten, die sich mit Open Educational Resources auseinandergesetzt haben. Und eins davon war eben Learn. Was wurde nun also gemacht in diesem Projekt, bevor ich es euch zeige? Wie gesagt, handelt es sich bei Learn um ein länderübergreifendes Praxiskonzept und es wurden multimediale Materialien für die Fortbildung zu OER erstellt. Das muss man sich so vorstellen. Es gab also mehrere kleine Redaktionsteams, die sich immer wieder getroffen haben, virtuell und auch analog. Vor Corona-Zeiten wurde das in erster Linie analog gemacht, um eben Maßnahmen zur Sensibilisierung und Qualifizierung von MultiplikatorInnen zu erstellen. Man hat also Materialien erarbeitet, multimediale Materialien in kleinen Teams und hat diese erprobt. Und zwar funktionierte das so, dass man ca. 40 Veranstaltungen organisiert hat mit rund 870 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus allen Schularten in Bayern. Also sehr breit angelegt, viele Lehrerinnen und Lehrer, die also diese erarbeiteten Materialien ausprobieren konnten, daran weiterarbeiten und das erproben konnten, inwiefern das zum Unterrichtsalltag passt. Also ein richtiges Work in Progress, das über diese 18 Monate stattgefunden hat. Zu diesem Zweck wurden auch Informationsmaterialien zu OER bereitgestellt und natürlich auch Tools zur Erstellung. Das ist im Laufe der Zeit immer mehr geworden und hat auch zur Entwicklung von ca. 100 Lehr- und Lernmaterialien geführt. Ich zeige euch im Anschluss die Datenbank, wo ihr das alles findet, wovon ich jetzt spreche. So, das Krönchen gewissermaßen war die Produktion von 3 Animationsfilmen. Das wurde am FWO durchgeführt. Diese Animationsfilme hatten die Themen OER finden, OER nutzen und OER erstellen und teilen. Auch hierfür wurde das Konzept gemeinschaftlich erstellt, die Umsetzung, wie gesagt, beim FWO. Alle Erfahrungen wurden natürlich dokumentiert und sind auch immer noch über den Weblog zugänglich. Und damit es hier auch gleich was zu sehen gibt, möchte ich euch gleich mal die Ergebnisse, einen Teil der Ergebnisse aus dem Projekt zeigen. Gerade hatte ich die Erklärfilme erwähnt. Eine kleine Reihe ist da entstanden mit dem Titel OER Kompakt. Diese Filme sind frei lizenziert unter CC BY, also ihr könnt sie selber verwenden und für alle möglichen Zwecke einsetzen. Und jetzt gehe ich in ein Beispiel rein. Ich habe mir das auf YouTube aufgerufen. Weltweit kommunizieren, Informationen beschaffen und weitergeben. Noch nie ging es so schnell wie heute. Das gilt auch für die Recherche und den Austausch von Unterrichtsmaterialien. Doch was bedeutet das genau und was ist dabei zu beachten? Max ist Lehrer und bereitet gerade seine nächste Unterrichtsstunde vor. Im Internet recherchiert er nach geeignetem Material. Doch wie schon so oft ist er verunsichert. Wo kann er Material finden, das er auch aus rechtlicher Sicht problemlos verwenden kann? Wie weiß er, ob er es im Unterricht zeigen darf? Und was darf er verändern und was nicht? Erst kürzlich hat ihm eine Kollegin von Open Educational Resources, den OERs, erzählt. Doch was verbirgt sich eigentlich dahinter? OER steht für frei zugängliche Bildungsressourcen, die jeder nutzen, vervielfältigen, verändern und teilen kann. Denn zunächst sind alle Materialien, die von einer Person neu erstellt werden, zunächst einmal urheberrechtlich geschützt. So zum Beispiel auch das Bild, das Max gerade von seiner Katze malt. Max kann als Autor daraus allerdings frei zugängliches Material machen,
mithilfe von Standardlizenzen, die jedermann bestimmte Rechte einräumen. Man spricht daher auch von Jedermann-Lizenzen. So, soweit, so gut. Ich wollte euch eigentlich nur kurz anspielen, diese Filme, wie die funktionieren. Ihr habt jetzt also den Lehrer Max kennengelernt. Ihr habt vielleicht auch bemerkt, das sind ja relativ kurze Filme, die dauern jeweils knapp 4 Minuten und beschäftigen sich eben mit den unterschiedlichen Themen zu OER im Unterrichtsalltag. Also eben auch neben, wo man sie findet und was sie sind, wie man sie nutzt und wie man sie selbst erstellt und verbreitet. Ich zeige euch auch gleich noch, wo ihr diese Filme anschauen könnt. Natürlich in YouTube, wie ich das soeben gemacht habe. Das war aus Gründen der Bildschirmteilung für mich jetzt komfortabler. Eigentlich sind sie auch hier in meiner Präsentation verlinkt. Also diese Filmchen eignen sich wirklich sehr, sehr gut für einen Einstieg in eine Fortbildung, auch wenn man noch gar nicht mit der Thematik vertraut ist. Das kann man sehr schön verwenden. Das war also ein Erzeugnis aus Learn. Neben diesen Filmen wurden, wie ich bereits erwähnt habe, auch Praxiskonzepte für Fortbildungen erstellt und durchgeführt. Dazu gehören ganz besonders 3 Moodle-Selbstlernkurse zu OER, die ich euch jetzt auch gerne zeigen möchte. Und zu diesem Zweck gehe ich jetzt hier auf die Seite von Learn. Das ist also die Plattform, auf der die Materialien und die Erzeugnisse abgelegt wurden. Es gibt hier auch einen Blog, Veranstaltungskalender, der ist jetzt natürlich nicht mehr aktuell, aber es geht uns jetzt in erster Linie um diese OER-Selbstlernkurse. Und ihr könnt hier analog zu den Titeln der Filme über den Lehrer Max einen der Kurse anwählen. Das machen wir jetzt einfach mal und wir springen also in diesen Selbstlernkurs. Ihr seht, es gibt verschiedene Reiter, die ihr anwählen könnt, entweder auf der linken Seite oder die Reiter oberhalb des ersten, der Startseite. Und hier findet ihr auch wieder die Videos, die sind hier hinterlegt, und zwar in diesem Fall sogar als interaktives Video. Das haben wir bearbeitet und da gibt es unterwegs kleine Fragen zu beantworten zum Thema OER. Ich gehe mal ganz kurz hin, um euch das zu zeigen, wie das funktioniert. So, hier kann ich also während des Films und Fragen beantworten. Das ist also ein interaktives Video. Darüber hinaus gibt es noch diverse andere Funktionalitäten, wie zum Beispiel Basisinformationen zum Thema OER, wo man sich mit OER befassen soll, woran man sie erkennt, wie und wo man sie sucht und zur Frage nach den Qualitätskriterien. Also da sind alle möglichen Materialien zusätzlich hinterlegt. Man kann in Form dieses Selbstlernkurses also sich einen schönen ersten Überblick verschaffen, auch für diejenigen, die sich noch gar nicht mit der Thematik befasst haben. Im oberen Bereich der Seite findet man dann die anderen Kapitel. Die kann man dann anwählen und sich also durch diese 3 Moodle-Kurse durcharbeiten. Ein sehr schönes und sehr niedrigschwelliges Angebot, wie ich finde, das wirklich schön funktioniert und wirklich auch zur Weitergabe sich sehr, sehr gut eignet. Als weiteres haben wir erstellt in dem Projekt eine Broschüre. Bei Klick öffnet sich der Download und ihr seht hier schon, ihr könnt zum Ausdrucken euch eine sehr schön gestaltete, sehr übersichtliche Broschüre zum Thema OER im Unterricht herunterladen, ausdrucken, aber auch abändern, weitergeben. Ganz wie ihr möchtet. Ihr findet alle möglichen Informationen zum Thema OER, warum das Ganze von Belang ist in der Schule, welche Lizenzform man für eigene Materialien verwenden kann, worauf man achten muss und weitere Informationen, die hilfreich sind für den Unterricht und für die Arbeit mit OER. Also ein absoluter Dauerbrenner. Druckt sie euch gerne aus, gebt die Links weiter. Das ist ein sehr praktischer, ein kleines praktisches Nachschlagewerk. Es wurden aber auch noch andere OER-Materialien erstellt, die ihr ebenso auf der Learn-Plattform findet, wie zum Beispiel Linklisten und Materiallisten zu allen möglichen Themen. Ihr seht hier im linken Bereich ein kleines Inhaltsverzeichnis und was ihr dort
euch herunterladen könnt. Also von der Übersicht über OER-Portale bis Materialien für die Schule, Filter für CC-Lizenzen, findet ihr alle Listen und alle Materialien als PDF-Dokumente und als Word-Dokumente, um euch das Weiterverarbeiten und Weiterverbreiten zu erleichtern. Also auch das ein sehr hilfreiches Tool, das ihr für eure eigene Fortbildung oder für diejenigen unter euren Kolleginnen und Kollegen gerne weitergeben könnt. Wir haben auch noch eine Vielzahl von Präsentationen, Bildern, Flyer und Postern erstellt. All das könnt ihr en Detail auf der Seite recherchieren. Ich möchte dann auch noch auf die OER-Lehr- und Lernmaterialien hinweisen, die im Zuge von Learn in diesen 18 Monaten darüber hinaus noch erstellt worden sind, zusätzlich zu den Moodle-Kursen. Ihr seht hier offen lizenzierte Kurse für den Schulunterricht. Und da geht es also munter durcheinander von Themen für den Geschichtsunterricht, hier der Absolutismus, bis hin über technische Dinge wie Einführung in die Bildbearbeitung, Grundschulthemen, fächerübergreifend, Englisch, findet ihr alles Mögliche. Schaut euch da bitte gerne um, wie die Kolleginnen und Kollegen das gemacht haben. Verändert es, benutzt es. Das ist für euch offen zugänglich und befindet sich auch auf der Learn-Plattform. Und zu guter Letzt noch der Blog auf Learn. Auch der enthält hilfreiche Einträge zu allen möglichen Themen rund um Open Educational Resources in der Unterrichtspraxis und so weiter. Also eine umfangreiche Datenbank ist da entstanden in diesen 18 Monaten, die euch zugänglich ist, die ihr herzlich eingeladen seid zu teilen mit eurem Kollegium. Vielleicht habt ihr auch selbst Lust, mal eine Mikrofortbildung anzubieten, Kolleginnen und Kollegen heranzuführen an dieses Thema. Dafür eignen sich diese Materialien auf Learn wirklich allerbestens. Ich möchte noch kurz auf die Erkenntnisse eingehen, die wir aus dem Learn-Projekt mitgenommen haben. Am Anfang ist man ja eher unsicher, man weiß noch nicht so recht, worauf man sich einlässt, wie die Arbeit mit OER ankommt. Ist das überhaupt ein Thema für Lehrerinnen und Lehrer? Und wir haben natürlich zu unserer großen Freude festgestellt, dass es grundsätzlich ein großes Interesse an OER gibt unter den Lehrerinnen und Lehrern. Viele wussten zu Beginn des Projekts gar nicht, was OER eigentlich sind. Ich denke, das ist tatsächlich nach wie vor noch sehr häufig so. Man muss also immer wieder auch erstmal Grundsatzarbeit leisten. Deswegen sind ja auch so Filme wie mit dem Lehrer Max, wie gesagt, Dauerbrenner und vielseitig einsetzbar, abgesehen davon, dass es auch Spaß macht, sie anzusehen. Wichtig haben wir gefunden, dass man die Vorteile von der Arbeit mit Open Educational Resources in den Vordergrund stellt. Viele Lehrkräfte sind ja verunsichert, wenn es um den Einsatz solcher Materialien geht und fühlen sich nicht sicher genug im Bereich der Urheberrechte mit den Lizenzen und so weiter. Das ist absolut nachvollziehbar, aber es ist wichtig, falls ihr euch selbst auch mal mit der Thematik befassen solltet, eben diese Vorteile zu nennen. Zum einen, dass OER natürlich rechtssicher sind. Das ist besonders schön und angenehm, beispielsweise mit den Materialien von der Learn-Plattform. Ihr begibt euch also auf kein dünnes Eis, bei dem ihr Abmahnungen riskiert, sondern man kann die Materialien nehmen und ansetzen. Sie sind leicht zugänglich, zum Beispiel über eine zentrale Plattform, eben wie Learn. Sie sind unmittelbar einsetzbar, vor allem, weil sie sehr häufig digital zur Verfügung stehen im Internet. Und dadurch wird auch sehr leicht ein kollaboratives und selbstbestimmtes Arbeiten ermöglicht. Auch mit Lernenden, mit der Schulklasse, die man beteiligen kann an der Arbeit mit OER. Und last but not least sind die Materialien ja auch veränderbar. Das ist für alle Lehrkräfte, die aktiv Unterricht gestalten, ja ganz besonders wichtig, weil meistens das Material nicht zu 100% zu den eigenen Unterrichtsinhalten passt und dann eben abgeändert werden muss.
So gesehen ist es auch ein wichtiger Punkt, dass die C-Lizenzen nicht zu kompliziert sein dürfen aus der Sicht von Lehrkräften. Das ist absolut nachvollziehbar und das ist auch das Schöne an OER. Ich habe ja in einem der vergangenen Talks den OER-Bierdeckel vorgestellt, der uns zeigt, dass das Wissenswerte, alles Wissenswerte über OER tatsächlich auf einen Bierdeckel passt. Nichtsdestotrotz muss man natürlich gründlich arbeiten, wenn man selbst OER erstellt oder auch welche abändert und einsetzt und die Lizenzen beachten. Es gilt richtig zu zitieren, die Namen richtig zu nennen und natürlich auch auf Qualitätsstandards zu achten. Aber das ist für Lehrkräfte in der Unterrichtspraxis ja täglich Brot und ich vermute, dass diejenigen von euch, die aktiv als Lehrkräfte arbeiten, das selbstverständlich berücksichtigen und die qualitativen Standards auf dem Schirm haben. In Summe haben wir also als Erkenntnis mitgenommen, OER eignet sich zum Einsatz in der Schule. Und zwar in jeglicher Hinsicht, auch in der Lehrkräftefortbildung. Alle profitieren davon, wenn man sich mit der Thematik befasst und sich auch rantraut. Ein ganz kleiner Ausblick, bevor ich zum Ende komme. Auch damit haben wir uns beschäftigt mit der Frage, Quo vadis OER, sind wir denn schon offen für offene Bildungsmedien? Ein Ziel des Learn-Projekts war ja unter anderem, dass Lehrende und Lernende bewusst OER verwenden sollen und eigene OER bereitstellen. Um dieses Ziel zu erreichen, das haben wir natürlich in diesen 18 Monaten nicht vollumfänglich erreicht, braucht es nach wie vor die Aktivität der Community und auch von weiteren vernetzten Support-Angeboten. Wir brauchen also Unterstützung im Bereich der Nutzung, der Lizenzierung und der Veröffentlichung von OER. Wir haben in diesen Web-Talks zu diesen Themen auch schon diverse Quellen kennengelernt, die euch dabei unterstützen. Das muss aber auch weitergehen, das ist noch nicht zu Ende gedacht. Wir arbeiten da auch weiterhin daran. Man muss das auch auf dem Schirm behalten. Außerdem muss man OER von Lehrenden und Lernenden fördern. Wir sind der Meinung, dass es sinnvoll wäre, OER-Berater an Schulen zu haben. Auch die Finanzierung von OER-Produktionen wäre ein guter Ansatz. Das sind aber Postulate, die man im Rahmen eines solchen Projekts nicht umsetzen kann. Aber das ist wirklich im Sinne eines Quo vadis, eines Ausblicks gedacht. Über Qualitätssicherung und Qualitätsbewusstsein unter Lehrenden haben wir bereits gesprochen. Auch das ist ein wichtiges Thema, auch einen kritischen Zugang, einen kritischen Blick von Lehrenden auf bestimmte Quellen. Auch das muss man fördern und das wächst, dieses Know-how wächst auch durch die Community. Zuletzt kann man auch über neue Geschäftsmodelle andenken. Auch das ist etwas, was wir mitgenommen haben aus dem Projekt. Man könnte Anreize schaffen zur professionellen OER-Produktion und beispielsweise das Ganze über eine Mittelvergabe an Institutionen und Verlage finanzieren. Das sind also alles Ausblicke, die im Rahmen dieses Projekts entstanden sind. Vielleicht habt ihr euch mit dem einen oder anderen auch schon befasst, gewisse Überlegungen schon angestrebt und konntet euch jetzt auch damit identifizieren. Damit bin ich zu Ende mit meinem kleinen Input. Ich hoffe, ich konnte euch einige Anregungen mitgeben im Bereich OER in der Lehrerfortbildung. Ich hoffe, ich konnte euch Lust darauf machen, die Learn-Materialien selbst mal auszuprobieren, die Filme weiterzureichen, die Links zu verbreiten in eurem Kollegium oder möglicherweise tatsächlich selbst mal über eine Mikrofortbildung nachzudenken. Ihr seht, es ist gar nicht so schwer, sich die Materialien auch zu befassen, beschaffen und sie einzusetzen. Ich hoffe wie immer, dass ich euch ein paar Ideen mitgeben konnte, denn ihr wisst ja, Wissen wird mehr, wenn man es teilt. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich schon, euch nächste Woche wieder so zu sehen. Bis dahin, tschüss. Thank you.